Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Guitar TV zum Thema moderne Country-Spieltechniken. Diesmal geht es um ein weiteres sehr wichtiges Element, nämlich Saitenziehen. Saitenziehen wird in der Country-Musik ganz anders betrieben als bei der Rock- und Blues-Musik. Bei Rock und Blues muss man eigentlich im Grunde genommen so diese Ziehwege eigentlich hören, und das ist genau verpönt bei der Country-Gitarre. Bei der Country-Gitarre wird Saitenziehen in erster Linie dazu eingesetzt, um die Pedal-Steel-Gitarre zu imitieren. Bei der Pedal-Steel werden ja durch Pedale Saiten durch eine Mechanik verstimmt, und das geht sehr schnell. Also man tritt auf das Pedal und weng ist die Saite nach oben gestimmt. Das wird auf der E-Gitarre versucht zu simulieren. Ich spiele mal was an. Rockmäßig würde man das vielleicht so spielen. Bei Country ist das gar nicht angesagt, dass man das Ziehen hört. Man muss einfach nur alles ein bisschen kürzer spielen. Kein Vibrato drauf. Und jetzt zeige ich euch was richtig Schweres. Der Lick, den ich euch zeigen möchte, der hat es wirklich in sich. Ich habe selbst ziemlich lange für gebraucht, bis ich ihn einigermaßen perfektioniert habe. Er ist besonders schwer, wenn man ihn langsam spielen muss, weil man da die ganzen kleinen ungeraden Bendings sehr deutlich hört. Ich probiere es mal. Nochmal. So, der Kniff an der ganzen Sache ist folgender. Der Anfang ist sehr einfach. Das ist übrigens über G-Dur oder G7, klappt auch. Und jetzt die G-Saite im ganzen Ton von G auf A hochziehen. Wieder so schön mechanisch klingend, wie es bei der Pedal-Steel-Gitarre auch der Fall wäre. Gezogen lassen und nun den Ton H. Zuspielen und den Ton D. Und dann in Halbtonschritten das Bending wieder entspannen. Mal ein bisschen schneller. Nochmal. Das ist übrigens sehr typisch für String Bending in der Country-Gitarre, dass Töne gehalten werden, wenn sie gezogen worden sind. Und dann andere Töne gespielt werden. Das auf der Pedal-Steel-Gitarre ist es sehr einfach, auf der E-Gitarre ist es sehr schwer. Hier nochmal die linke Hand im Detail. Ja, viel Spaß beim Üben. Also ihr solltet euch nicht wundern, es ist am Anfang wirklich relativ schmerzhaft, sich mit Country String Bending zu beschäftigen, weil man es so von der Rock- und Blues-Gitarre überhaupt nicht gewohnt ist, gezogene Töne lange zu halten. Das ist eine ziemliche Umgewöhnung. Der Ton, der Sound, mit dem man spielen muss, ist sowieso die reine Folter, keine Verzerrung. Ich hatte schon mal gesagt, ein bisschen Kompression und ein kurzes Delay wirken wahre Wunder. Und ja, viel Spaß mit diesem kleinen Beispiel aus Mein kleines Pony.